Hallo Freunde und willkommen zurück zu Dungeons 3, wo wir in der letzten Folge das Spiel begonnen haben. Talia, die Dunkelelfin, die eigentlich zum Guten bewegt werden sollte, wieder auf den bösen Pfad gebracht. Außerdem ganz Twistram, nicht Tristram, wichtig, sondern Twistram in Schutt und Asche gelegt haben. Und jetzt wollen wir mal gucken, wo das böse Talia denn hinteleportiert hat, außer in Sicherheit und weg von Grimli. Aber, ja, das müssen wir jetzt mal gucken. Die Steine von Gehenna, nachdem Talia die Überbleibsel von Ja, Twistram eigentlich wollte ich hinter das sich selber spielen. gelassen hatte, Was zog ich aber sie noch aus den erklären wollte, Steinen beziehungsweise, von Gehenna. lass ihn erst mal kurz Jene reden. dienten als Siegel, um die Dämonen in der Hölle einzusperren, dorthin von Thanos höchst selbst verbannt. Diese Tat ihres sogenannten Ziehvaters würde alsbald rückgängig gemacht werden. Ja, und das ist halt. Es gibt halt eine Zusammenfassung der kompletten Mission. Einerseits, was wir bisher gemacht haben, beziehungsweise was wir sozusagen, ne, was danach passiert ist, nach der letzten Mission. Und was wir jetzt probieren wollen. Ich wollte aber noch auf eine Kleinigkeit eingehen. Und zwar das hier. Dieses Spiel kann man im Koop spielen. Was an sich eine relativ lustige Idee ist. Aber das Problem ist, es laggt unglaublich. Also an sich könnte man ja sagen, man macht da eine Art Archon-Modus, wie in StarCraft aus, nach dem Motto, der eine kümmert sich halt rein um die Wirtschaft im Dungeon, der andere kümmert sich dann um die Feldzüge, beziehungsweise um die Kämpfe im und auf dem Dungeon. Aber durch die Lags ist das halt einfach nicht so geil. Es gibt außerdem noch den höllischen Schwierigkeitsgrad. Ich habe keine Ahnung, wie der ist. Wir probieren den jetzt einfach mal aus. Einfach um mal zu gucken, was das denn so anders macht. Aber ich glaube nicht, dass ich das Spiel komplett auf höllisch durchspielen werde, weil da habe ich keinen Nerv zu. Je nachdem, wie viel schwerer das ist, weil ich habe auch keine Lust, dass wir da hier einen riesen ja, Dungeon bunkern machen, wo wir uns einfach Ewigkeiten Nach einbunkern, ihrer um überstürzten dann Abreise befand sich Talia nun einige irgendwann Kilometer nach 5 Jahren bzw. mit einer Meilen, Mission fertig Yards sein. oder Steinwürfe, je nachdem, welche verrückten Maßeinheiten man bei dir so benutzt, entfernt. Sie hatte es geschafft, Grimlis Streitkräften zu entfliehen, auch wenn dafür vielleicht ein oder zwei bösartige Kreaturen hatten sterben müssen. Aber hey, das gehört zum Job. Unglücklicherweise gibt es immer irgendwo einen Das neuen weit Dungeon. vorausschauende Böse hatte Talia nicht umsonst hierher gebracht. Ganz in der Nähe befanden sich die alten Steine von Gehenna. In diese uralten magischen Relikte hatte Thanos einst einige dämonische Schergen verbannt und die Steine versiegelt. Leider war unklar, wie man diese Siegel brechen konnte. Ich war damals dabei, als Thanos die Dämonen gebannt und die Steine versiegelt hat. Ich kann sie öffnen. Aber sollte ich das wirklich tun? Diese nicht-irdischen Wesen haben das Land terrorisiert und... Halt die Klappe, gute Talia! So, du weißt also, wie man das Siegel öffnet. Ausgezeichnet. Das verschlagene Böse ist offensichtlich nicht auf den Kopf gefallen. Das fühlt sich ja alles nach einem richtigen Plan an. Ich muss Halt nur die zu den Hoffnung ruhig. Siegeln gelangen. Dann kann ich sie brechen. Während dieser Zeit brauche ich aber Schutz vor den elementaren Wächtern. Okay, das sollte zu machen sein. Talia zu den Siegeln bringen, auf sie aufpassen, während sie diese öffnet. Zunächst wäre es aber sicher von Vorteil, einen schlagkräftigen Dungeon aus dem Boden zu stampfen, um gegen die in der Gegend stationierten Helden nicht ins Hintertreffen zu geraten. Ja, das übliche halt. So, wir haben am Anfang immer noch. Zumindest auf normalem Schwierigkeitsgrad. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie sich das hier jetzt völlig verhält. Immer noch ein bisschen Zeit. Das heißt, am Anfang reicht es, wenn wir uns darum kümmern, die Anzahl unserer Schnodderlinge zu erhöhen. Bis zu einem gewissen Punkt. Denn ohne ist nicht gut Kirschen essen. Ich sage es euch direkt. So, außerdem haben wir hier jetzt einen weiteren Forschungszweig. Es gibt halt sozusagen den Forschungszweig der Horde. Hier an dem grünen Hintergrund recht gut zu erkennen.
den der Dämonen an dem höllisch roten Hintergrund zu erkennen und natürlich nachher die Untoten hier unten. Allerdings, ja, momentan, wie ihr seht, primär eigentlich nur Horde. Wir kriegen auch schon direkt die ersten Fallen, das ist ganz nett. Und wir könnten theoretisch einen Vortex bauen. Diesen Vortex brauchen wir, um Dämonen überhaupt rekrutieren zu können. Denn, ja, ohne Vortex gibt es keine Dämonen. Das ist sozusagen das, ja, der Schlafplatz, Geburtsstätte, wie auch immer. Also das, was das Versteck für die Horde ist, ist halt der Vortex für die Dämonen. Relativ simpel. So, ich will aber Gold haben. Und Platz. Wir brauchen immer Platz in diesen Dungeons. So, der Vorteil ist, unser Punkt liegt halt ziemlich weit, ziemlich zentral. Unser Dungeon-Ausgang. Hat natürlich dementsprechend den Nachteil, da können sie von allen Seiten relativ schnell auch zu uns gelangen. Aber gut, hier hinten ist noch ein Stein. Aber dieser vierte Stein, dafür kriegen wir dann, da kümmern wir uns drum, wenn wir alle anderen haben. Das sei schon mal verraten. Als erstes ist es relativ wichtig, dass wir uns möglichst bald eine, wenn nicht sogar zwei der Dingens holen. Der Orte des Guten. Denn, ich meine, okay, jetzt ist es nicht so, später starten wir mit ein bisschen Bösartigkeit zu anfangen. Ganz in der Nähe des Dungeons befanden sich widerwärtige Orte des Guten, die als Hort des Bösen deutlich adretter wirken würden. Zumal die Bösartigkeit hervorragend für neue Technologien genutzt werden könnte. Was macht dieser unerträgliche Ort da kurz vor meinem Dungeon? Widerlich! Kreaturen vorwärts! Zerstört das Ding! Willst du das wirklich tun, Talia? Ja. Sollten wir nicht einen Sitzkreis bilden und noch einmal darüber reden? Du bist immer noch hier? Meine Güte, siehst du nicht, dass ich hier mit der Zerstörung alles Guten beschäftigt bin? Ich habe keine Zeit für diesen dissoziative Identitätsstörungsblödsinn. Hört doch auf, Therese und Jeanette nachzuspielen. Keine Ahnung, wer das übrigens sein soll. So, wir haben außerdem noch einen neuen Ort bekommen, nämlich die Werkstatt, die ein bisschen anders funktioniert als im ersten Teil. Denn da war es ja so, dass wir in der Werkstatt die Kisten produziert haben. Wobei ich überlege gerade, wie war es eigentlich wirklich. Nicht, dass ich jetzt hier was Falsches erzähle. Auf jeden Fall, ich meine, ich war es so. Ein Spinnennest wurde nämlich entdeckt. Das ist jetzt nervig. Aber gut, die werden nicht angreifen. Wir können, solange wir da nicht uns in der Nähe rumtreiben, greifen die nicht an. So. Was wollte ich sagen? Ach ja, genau, die Werkstatt. Hier ist es so, wir bauen. Etwas Merkwürdiges baut sich hier zusammen. Ich halte doch einfach alle mal die Klappe. Mein Knie jucken, wo mich damals der Pfeil getroffen hat. Männer, untersucht das mal. Die Anwesenheit von Talia und der Armee des auffälligen Bösen war nicht unentdeckt geblieben. Und schon machten sich die ersten erbärmlichen Helden auf den Weg in Richtung Dungeon. Wo wir sie natürlich gebührend empfangen werden. Los, ihr faulen Mistkäfer, macht euch bereit! Musst du denn immer so unfreundlich sein? Und überhaupt, können wir das Ganze nicht ausdiskutieren? Nein. Also, ich kenne da eine gute Psychiaterin und bring mich nicht dazu, mich selbst zu schlagen. Ja, während unsere Protagonistin in einem ihrer Streitgespräche mit sich selbst versank, machten sich die Helden an der Oberfläche breit. Ja, hier funktioniert das auf jeden Fall so mit der Werkstatt, dass wir in der Werkstatt selber die die Kisten produzieren hier, die Werkzeugkisten. Und es sind Feinde in eurem Dungeon. Die brauchen wir für verschiedene Dinge. So, diese verschiedenen Dinge sind unter anderem Geräte aus verschiedenen Räumen, aber natürlich auch Fallen und Türen, wie im Vorgänger. Wir haben nicht umsonst hier dieses wunderschöne Fallen- und Türbaumenü. Allerdings für die Fallen und Türen brauchen wir noch eine weitere Sache,
einen weiteren Raum, um genau zu sein. Und zwar hier hinten die Tüftlerhöhle. Entschuldigung, nicht Tüftlerwerkstatt, Tüftlerhöhle. Ich meine, es war so gesehen war im zweiten Teil, also in Dungeons 2, waren die beiden Räume effektiv einfach kombiniert. Sprich, es gab nicht den einen und den anderen Raum, sondern es gab nur die Werkstatt. Kann mich, wie gesagt, auch gerade irren, aber ich meine, dem war so. Außerdem auch ein weiterer Unterschied zu Dungeons 2. Solche Arbeiten werden hier grundsätzlich auch bei den Schnodderlingen übernommen. Was wiederum dazu führt, wir müssen mehr Schnodderlinge für die Arbeit bei sowas anfangen. Hat Vor- und Nachteile. Aber zumindest bindet es unsere Kreaturen nicht. Es gibt immer noch Arbeiten, die können nur Kreaturen übernehmen. Aber, ja, das ist halt... dann halt so. So. Wir haben momentan alles ausgereizt, dass wir eine Armee aufbauen können. Also holen wir uns jetzt schnellstmöglich den Ort des Guten. Was soll ich tun? Denn wir brauchen die Bösartigkeit einerseits für Nagas, andererseits für mehr Kreaturen. Und ich sehe schon einen Punkt, der das hier ein bisschen schwerer macht auf höllisch. Es sind mehr Einheiten und auch mehr Heiler. Gebt eure Befehle. So, weil normalerweise ist bei diesen Orten des Guten immer nur ein Heiler dabei. Jetzt lasst doch mal den Opfer aus. Seid ihr doof? Hallo. Meine Güte. Ich hab schon fast den ersten Opfer verloren. Das wäre nicht so gut, denn köstliche Bösartigkeit. Am Anfang ist es noch so, sobald ein Ork stirbt, beziehungsweise sobald generell eine Hordenkreatur stirbt. Diese konnte sofort dafür eingesetzt werden, sich ein oder zwei neue Forschungen anzueignen. Jupp, das machen wir auch. So. Damit haben wir die Naga. Und ich wäre ja gerne noch weitergegangen, allerdings... Na, ich will ihn hier nicht verlieren. Zeit, den Müll rauszubringen. So, dann können wir uns eine Naga holen. Vielleicht noch schnell einen Goblin. So, ihr geht die Armee unterstützen. Du gehst dich bitte einfach mal heilen. Komm nicht auf dein Bett hier. Gute Nacht. So. Ihr macht euch jetzt bitte auf den Weg zu dem nächsten Ort des Guten. Denn die Bösartigkeit können wir halt echt gut gebrauchen. So, Schurken, diese Schurkinnen haben genau das gleiche wie unsere Goblins, nämlich unscheinbar. Allerdings können wir das glücklicherweise umgehen. Da könntest du dich jetzt da mal irgendwie... Wieder war bis dann. Ich dachte gerade schon, der hat sich wieder eingeklemmt. So. Die teilen aber zudem auch noch. Also unsere Kreaturen würden niemals, wenn noch andere Gegner in der Nähe sind, eine Schurkin von alleine angreifen. Wenn wir sie denen befehlen, die anzugreifen, dann tun sie das trotzdem. Also das ist dann ganz angenehm. Die Schurkinnen sind nämlich relativ fies, weil die machen Flächenschaden. Yay! Nicht so viel. Aber sie treffen halt meistens noch ein zweites bis drittes Ziel. Das ist uncool. So, Talia, warum stehst du da nicht? Ich will Thanos Kopf. Ja, ich will deinen Feuerball da. Also los. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ist jetzt nicht so cool. Ist jetzt ganz, ganz uncool. Wo kamen die denn her? Irgendwie gar nicht gesehen, dass die da hingegangen sind. Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Ja. Es ist Zahltag. Eieiei. Das gibt jetzt... Das geht jetzt gerade ein bisschen den Bach runter. Ja. Müssen wir das mal kurz so machen. So, machen wir das mal so.
Tyrannenherz regeneriert glücklicherweise Lebenspunkte im Laufe der Zeit. Es gibt auch später wieder eine Forschung, womit wir diese Regeneration erhöhen können, aber da müssen wir uns jetzt nicht drum kümmern. So, eine Sache, die mir nicht gefällt, man muss immer die Wachstube erforschen, Böse um die Tüftlerhöhle zu holen. Erforscht. Dieser tückische Raum wurde von den noch tückischeren Kreaturen der Horde genutzt, um aus langweiligen Werkzeugkisten tödliche Fallen und stabile Türen herzustellen. Das abenteuerlustige Böse war ganz wild darauf, dies sofort auszuprobieren. Das werden wir jetzt auch gleich machen. Bauen wir die mal hier hin. So. Das reicht als Raum. Denn die Geräte, die wir in die Tüftlerhöhle setzen, sind 3x5 groß. Das weiß ich noch. Hat den Vorteil, dass wir dementsprechend planen können. So. Mehr Gruß. Und da bitte noch mehr generell. So, ich brauche auf jeden Fall noch mindestens eine Nager. Wir brauchen Gold. So, wie lange haben wir bis zum nächsten Zahltag? Genau, okay. Alles gut. Ihr könnt euch ruhig mal ein bisschen beeilen hier. So, die sind beschäftigt. Wenn ihr erst den Raum bauen würdet, müsstet ihr das Gold nicht transportieren, Jungs. Aber gut, eure Sache. So. Das ist soweit alles geklärt. Und wir können uns darauf beschränken, auf das Gold ein bisschen zu warten. So. Na gut, nächster Zahltag ist noch weit genug weg, sonst hätte ich gesagt, warten wir den noch eben kurz ab. Das ist durchaus eine Überlegung, die man zwischendurch mal tätigen sollte. Holt man sich jetzt schon die nächste Kreatur oder wartet man noch eine halbe Minute wegen dem Zahltag? Gerade wenn man Goldprobleme hat am Anfang. Durchaus eine Überlegung wert. So. Groß schlüpfen alle. Wir kriegen Bösartigkeit. Jetzt müssen wir nur mal Gold haben. So, ich meine, wir kriegen auch direkt, wenn wir einen dieser Steine hier angreifen, kriegen wir auch direkt Dämonen. Das heißt, wir machen uns jetzt schon auf den Weg und prüfen das. Beziehungsweise hier ist so ein Spawnort für die Gegner. Also kümmern wir uns zuerst darum. Die Schützen sind meiner Meinung nach mit die nervigsten Gegner, beziehungsweise die stärkeren Formen der Schützen nachher. Denn ihr habt gesehen, die Schützen erschaffen einfach Kanonen. Die Dinger können nachher relativ viel aushalten und vor allem viel austeilen. Das ist gar nicht so ungefährlich. Muss man aber vor allem darauf achten, wenn man so manche Quests hat, von wegen, dass zum Beispiel Talia keinen Schaden nehmen darf oder so. Das gibt es nämlich durchaus als, in Anführungszeichen, Nebenziel, so optionales Nebenziel. Die ganz und gar nicht erfreut waren, dass jemand an den Steinen herumfuschte. Wodurch wir, sie sich aufpassen müssen. Natürlich würde das defensiv aufgelegte Böse diese um jeden Preis beschützen. Willst du mich doch verarschen, Spiegel? So. Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Talia, was tust du da? Warum hast du dich wieder dem Bösen verschrieben? Vater? Auch weil es mir Spaß macht? Ich weiß es nicht. Ich versuche mich wieder dem Guten zuzuwenden. Doch ein Teil meines Selbst... Ach, halt die Klappe, Schwächling! Thanos. Du und deine Schergen habt immer auf mich herabgeblickt.
Grimli hat mich immer beleidigt, ohne dass du eingegriffen hättest. Ihr habt mich zu all dem hier getrieben. Mein Kind, das ist nicht wahr. Schau in dich. Dort gibt es noch einen Funken Gutes. Lass dich davon leiten und nicht von diesen... Da bin ich wohl aus Versehen gegen ein Kabel gekommen oder so. Leider konnte Thanos so nicht weiter auf Talia einreden. So ein Pech aber auch. Talia machte unterdessen unbeirrt damit weiter, das Siegel des Steines zu brechen. Wie? Was? Oh ja, natürlich. Ha! Bald wird das Siegel gebrochen sein! Ja, und wir haben trotzdem gerade ein tierisches Problem, weil unser Dungeon-Herz tierische Mitleidenschaft gezogen wird. Und ich habe leider noch keine Magie, um mich, um das zu verteidigen. Deshalb, ja, werden jetzt ein paar Einheiten sterben von uns. So, wir können glücklicherweise auch unseren Kreaturen Anweisungen geben. Das Siegel ist gebrochen! Okay, was nee, habe ich nur getan? Ich keine Dämonen. Möge mir die Gattin verzeihen. Ach, halt die Klappe. Du bist immer noch hier. Oh, meine Güte, kannst du nicht irgendwo anders dein Herz ausschütten? Während sich Talia nicht zum ersten Mal mit sich selbst beschäftigte, war das Siegel komplett zerbrochen. Mehrere Portale öffneten sich im Dungeon in eine fremde Welt, aus denen sofort ein paar äußerst engagierte Dämonen luften. Sehr schön. Bereit, dem sie aus der Verbannung befreienden Bösen zu dienen. Den Steinen von Gehenna wohnte eine unbarmherzige und mächtige Magie inne, die den Dungeon nicht nur mit Mana versorgte, sondern auch höchst gefährlich war. Für das die Gefahr liebende Böse war dies kein Problem, da es sich weit entfernt aufhielt. So. Zudem sollte die Magie nur Helden betreffen. Mit Fuchsgeduld lauerte das heimtückische Böse nun auf ein paar Helden, um diese unbarmherzige und mächtige Magie gegen ein wenig Mana an ein paar nichtsahnenden Versuchskaninchen auszutesten. Boah, hat ganz gut funktioniert. So. Die erste Tüftlerhöhle stand und machte einen stabilen Eindruck. Alsbald würden sich hier Kreaturen der Horde freiwillig oder unter Androhung von Schlägen daran machen, für Helden gemeingefährliche Fallen herzustellen. Und die Fallen werden wir wahrscheinlich hier auf diesem Schwierigkeitsgrad wesentlich häufiger brauchen, als ich sie normalerweise verwende. Aber gut, so, da sollen unsere Dämonen nachher schlafen. Ich habe leider keinen Friedhof, wo die ganzen Leichen hier hinkämen. Und das Problem ist, ne, ihr seht, was solche Heldentrupps mit unseren Leuten gemacht haben. Die haben die ziemlich hart verdroschen. Das ist nicht so cool. Ich überlege gerade, was sagt denn unsere Armeezusammensetzung eigentlich? Ich wollte eigentlich nur die Hordenkreaturen haben. So, 3, 5 Orks. 2, ein neuer Raum, ja, das ist an sich nicht verkehrt. Sehr schön. Ein paar Werkzeugkisten für gratis, das ist nett. So, wir haben auch 3 Dämonen gekriegt. Die Dämonen, genauso wie die Untote. Magie der Steine von Gehenna war bereit Ach, für einen halt neuen, Klappe, lass mich ausreden. Tödlichen Schlag. ja, im Gegensatz zum Vorgänger können Nagas nur Horde-Kreaturen heilen. Dämonen regenerieren sich dafür außerhalb des Kampfes und Untote regenerieren sich nur in ihren Gräbern. Sprich, wenn man, sozusagen mal mit denen nach Hause geht. Aber dennoch nicht so verkehrt. So. Dann bauen wir mal den Vortex auf. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Yeah. So, Orks. Drachen haben sich im Untergrund breit gemacht. Mal von hinten und schön auf die Novizinnen hier. Der erste Vortex war fertiggestellt. Hier konnten nun Dämonen angeheuert oder nach ihrem unrühmlichen Ableben wiederbelebt werden. Gegen einen klitzekleinen Obolus von Mana. Mana? Aber
Aber ich habe überhaupt keinen Mana. Das stimmt. Aber glücklicherweise produzierten die Steine von Gehenna eben solches. Was für ein wunderbarer Zufall. Ja, und unsere drei Dämonen, beziehungsweise zwei Dämonen, sind auch schon direkt verreckt. Ist aber nicht so dramatisch. Goldader, das ist ganz nett. Mehr Gold für uns. So, die Steine produzieren, wie bereits gesagt, glücklicherweise auch schon Mana. Wodurch unsere Dämonen wiederbelebt werden hier. Und ja, unsere Hordenkreaturen wiederbeleben ist noch nicht drin. Wenn die einmal tot sind, bleiben die auch tot. Wirklich, also es ist auch nicht wie, ich meine, es war ja so im ersten Teil, also Dungeons 2, dass die, wenn sie hier im Dungeon umkippen, auf ihre Betten getragen werden. Das ist hier nicht der Fall. Die bleiben halt wirklich einfach kaputt. Zahltag. Den letzten Punkt hier auffüllen. Das war jetzt natürlich, da hätte ich vorher nochmal gucken sollen, wie das jetzt ist mit Zahltag zum Beispiel. Klassischer Fall. Von nicht drauf geachtet, aber egal. So, ich sollte auf jeden Fall jetzt Talia mal ein bisschen bisschen verstärken, denn sobald man den vierten Punkt freischaltet, sprich Talia so gesehen auf Stufe 5 setzt, erlernt sie eine neue Fähigkeit, die auch wiederum ziemlich angenehm ist. So, alle Einheiten mal raus. Da sind scheinbar ein paar Tote. Hätte das gedacht. Ja? Denen geht's teilweise gar nicht so gut. Ist schlecht. Ach ja, übrigens, manche Kreaturen, bis auf die Horde, Horde-Kreaturen müssen schlafen, alle anderen nicht. Ist ganz nützlich. Hunger haben sie trotzdem alle. Und ja. Der Zauber der Steine von Gehenna wartete darauf, erneut an den Feinden des sadistischen Bösen eruiert zu werden. Ja, machen wir auch gleich. Aber jetzt gerade habe ich ein anderes Problem. So, der Nachteil davon, dass ich... Eure Kreaturen haben versehentlich ein Drachennest ausgebuddelt. Kacke. Diesmal sogar ein Nest, das heißt, die gehen auch zum Angriff über. Was nicht so angenehm ist, muss ich sagen. Hilfe! Ich könnte natürlich mit dem Zauber hier arbeiten, aber das wäre auch schwer. So, kämpft euch mal da durch. Und dann... Hey, Hände weg! Alle dahin. Ja, und da hinten haben wir die Schatten, die Talia mit ihrer neuen Fähigkeit jetzt beschwören kann. Dadurch beschwört sie halt wirklich einfach nur drei Schatten, die im Nahkampf angreifen, ein bisschen tanken, ein bisschen Schaden machen. Und tschüss. So, jetzt bitte das Ding hier noch kaputt machen, damit keine neuen Drachen kommen. Vielen Dank. Und dann bin ich glücklich. So, ihr seht auch übrigens, unsere Dämonen sind Fernkämpfer. Und zwar mit einer riesigen Reichweite. Keine Einheit hat eine höhere Reichweite als die Dämonen. Also zumindest keine natürliche Einheit. Dämonen können demnach... Also keine unserer Einheiten, sondern drücken wir es so aus. Es gibt Einheiten der Gegner, die eine höhere Reichweite haben als Dämonen. Das heißt, man kann die nicht wie Belagerungsgeräte in manchen Spielen einsetzen und einfach alles wegsnipen, was geht. Aber nichtsdestotrotz, die Reichweite von denen kann sich durchaus sehen lassen. So, es sind Feinde in eurem Dungeon. Und ich sehe schon, worauf das höllische Wort beruht. Einfach unendlich viele Angriffe.
Ich sollte gleich mal das nächste Zelt hier zerstören. Deswegen kommen die auch schon mit Waldläuferinnen. Das ist nicht so cool. Das ist nämlich die stärkere Form der Bogenschützin. Die halt nicht nur ein gutes Stück mehr aushält, sondern auch mehr Schaden austeilt. Das ist nicht so cool. So, okay. Alle einmal kurz mit. Dürft euch nachher alle ausruhen, aber jetzt müssen wir auch mal das hier zerstören. Geht mir nicht sonst auf den Sack. So. Atz. Oh, Steinwächter steht hier auch schon. Ja, nice. Da haben wir die drei Schatten. Na, so sieht das Ganze aus. Die sind halt vom Prinzip her wie die Schatten, die den wir benutzt haben, um Talia zu übernehmen. Außerdem, was man auch ganz klar sagen muss, weshalb ich mir noch schnell mal eine Quick-Gruppe erstelle. Die Dämonen sind super, um Heiler wegzusnipen. Außerdem muss man auch ganz klar sagen, die belegen Gegner mit einem Dot, was auch immer mal wieder ganz nützlich sein kann. Was ist? So. Komm, wir sind gerade eh an der Oberfläche, dann können wir jetzt hier auch zumindest noch den nächsten Ort holen. Auch wenn ich eventuell... Nee, das mache ich noch nicht. Noch recht Gold alle erschöpft, okay, kann ich kleben. Der Zauber der Steine von Gehenna wartete darauf, erneut an den Feinden des sadistischen Bösen eruiert zu werden. Ja, machen wir jetzt gleich. So, ich will jetzt erstmal hier ein bisschen Ordnung schaffen, beziehungsweise hier mal ein bisschen für Sicherheit sorgen, sodass ich meinen Dungeon halt auch einfach mal alleine lassen kann. Es ist Zahltag. Beziehungsweise, das kann auch weg. Und dafür ziehen wir dann hier einfach noch eine Mauer rein. So, das weg. So, das wird nämlich dann hier gleich mal ein bisschen für Fallen sorgen. So, Türen kümmere ich mich jetzt momentan noch nicht drum. Einfach weil, ja, ist halt so eine Sache. Die kosten immer relativ viel und die dauern ewig, bis sie hergestellt werden. Und das habe ich hier trotzdem noch vergeigt. Und so, so, so. Denn, wie gesagt, die Fallen müssen... Och, du Kacke. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Die Fallen müssen halt hergestellt werden. Und dafür müssen unsere Hordenkreaturen halt hier bei den Tüftlermaschinen arbeiten. Ich sollte vielleicht einfach nochmal ein paar dazu setzen. So. Dann geht das auch schneller. Weil die benötigten Werkzeugkisten werden halt von Schneiderlingen dahin getragen. Und danach kümmern sich halt die Horde-Kreaturen darum, dass daraus Fallen, Schrägstrich, Waffen geschaffen werden. Wobei ich...
sollte zumindest für den Anfang mal ein bisschen was einbringen. Das Problem ist natürlich, wir haben jetzt keine Werkzeugkisten mehr, um unseren Leuten um die Dingens herzustellen. Die Maschinen dafür herzustellen. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal Schluss für heute. Und ich werde die Magie der das Ganze Steine noch ein von bisschen war bereit laufen einen lassen neuen, hier offscreen. Hoffentlich tödlichen Schlag. wo ich eigentlich nur in der Zwischenzeit unseren Dungeon ein bisschen verteidigen werde. Und wir sehen uns wieder, sobald ich den Gang da oben mit Fallen ausstaffiert habe und hier generell eigentlich, ja, wobei eigentlich, ich sammle nur Werkzeugkisten und ne, all sowas. Weil vielleicht auch nicht nur, wir werden's, ich guck mal, ihr werdet's am Ende eh sehen. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns morgen wieder um 13 Uhr zu Dungeons 3. Bis dahin. Ciao, Freunde.